Herr Dr. Nicolai, Sie sind Psychologe, Philosoph und Theologe und befassen sich seit vielen Jahren mit dem Phänomen der Nahtoderfahrungen. Ein Schwerpunkt in Ihren Veröffentlichungen zu diesem Thema betrifft die Jenseitsbilder. Können die Erfahrungen, von denen Menschen in Todesnähe berichten, wirklich etwas darüber aussagen, was uns nach dem Tod im sogenannten Jenseits erwartet? In dem Sinne, dass man über die Bilder etwas aussagen kann, die in Nahtoderfahrungen entworfen werden. Mein Ansatz besteht darin, dass ich möglichst viele Berichte sammle. Ich nenne das eine Hermeneutik der Nahtoderfahrungen und diese Berichte miteinander vergleiche. Und aus diesen Vergleichen ergeben sich Jenseitsbilder. Die Berichte von Nahtoderfahrungen zusammengenommen, was passiert beim Tod? Was sind die Eindrücke und Erlebnisse, von denen besonders häufig berichtet wird? Es gibt viele verschiedene Schwerpunkte. Es beginnt ja meistens mit einer außerkörperlichen Erfahrung. Wenn man die außerkörperliche Erfahrung auf den Tod projiziert, würde das bedeuten, dass die Seele oder die Persönlichkeit, also etwas vom Menschen austritt, der Kern, das Wesen des Menschen, sich löst und zunächst mal eine Wahrnehmung von außen auf die Situation des Sterbens, auf das Sterbebett, auf die Angehörigen hätte. Und dann fängt dann oft schon eine Bewegung in eine andere Wirklichkeit an. Und dann gibt es eigentlich drei Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt sind Erlebnisse, die man mit christlichen Himmelsvorstellungen vergleichen kann. Die Menschen haben den Eindruck, dass sie in paradiesischen Regionen sind. Dort erleben sie einen Zustand vollkommenen Glückes, tiefen Friedens, großer Geborgenheit. Sprechen manchmal auch davon, das war wie das Paradies oder wie der Garten Eden. Dann gibt es einen zweiten Schwerpunkt. Darüber sprechen Menschen, die bei denen im Erlebnis das Licht im Vordergrund gestanden hat. Die haben sich auf das Licht zubewegt und als sie in die Nähe des Lichtes kamen, haben sie den starken Wunsch, das starke Streben empfunden, mit diesem Licht eins zu werden, zu verschmelzen. Und manchmal bleibt es bei diesem Wunsch, manchmal werden auch Erlebnisse der Verschmelzung und Einheit geschildert. Und da entsteht ein anderes Bild des Jenseits, nämlich nicht, dass man ein Jenseits hat, das so wie eine schöne Landschaft aussieht, in der man verstorbenen Lichtwesen oder religiösen Gestalten begegnet, sondern ein Jenseits, das darin besteht, dass man eins ist mit Gott und eins mit dem Universum. So wird das von den Menschen beschrieben. Und da gibt es einen dritten Schwerpunkt, der in der Diskussion oft untergeht. Das sind die negativen Nahtoderfahrungen. Das heißt, man kann von Nahtoderfahrungen nicht ableiten, dass alle Wege ins Licht führen, sondern dass nach dem Tod auch Wege in düstere Bereiche führen könnten. Wenn wir auf die ersten beiden Punkte zu sprechen kommen, Sie haben Lichterfahrungen genannt und auch Paradieslandschaften. Sind das Erlebnisse, die nur Menschen mit einem christlichen Hintergrund haben, oder wird das auch konfessionsunabhängig so dargestellt? Dass es konfessionsunabhängig ist, sieht man ja daran, dass es in der Regel Lichtwesen sind. Also wenn die Menschen das beschreiben, dann sagen sie, das war ein Lichtwesen. Das ist nicht irgendeiner Konfession zugeordnet, sondern da ist einfach für die Betroffenen ist der Gehalt der Erfahrung wichtig. Und die Erfahrung ist eben, dieses Wesen hat mich bedingungslos angenommen, hat eine bedingungslose Liebe ausgestrahlt. Es gibt manchmal Erfahrungen, in denen Menschen sagen, ich habe ein Wesen gesehen, das war Jesus, weil das Gestalten geglichen hat, wie man sie aus kirchlichen Darstellungen kennt. Oder im Einzelfall auch, weil man die Wundmale gesehen hat.
Also in Einzelfällen sagen die Leute, ich konnte das an dem Äußeren identifizieren, dass das Jesus war. Interessant finde ich, ich vergleiche ja solche Berichte miteinander, manchmal fragen Nahtoderfahrene dann, also die Betroffenen in der Nahtoderfahrung fragen, wer bist du wirklich? Und dann kann es sein, dass diese Jesusgestalt sagt, man kann mich mit vielen Namen nennen. Man kann mich Jesus oder jemand fragt, bist du Jesus, bist du Buddha? Ich kann das sein und ich kann das sein. Also diese Gestalt, ich verstehe es so. Und manchmal sagen diese Gestalten das auch die Lichtwesen sagen das so. Wir können dir in der Gestalt erscheinen, die für dich gut ist. Das heißt, man muss diese Schilderungen so verstehen, dass Wesen aus einer unsichtbaren Dimension den Menschen in einer Art und Weise erscheinen, die ihrem Verständnishorizont entspricht. Dass also jemand, der christlich ist, bekommt eine durch die Nahtoderfahrung eine Anknüpfung an seinen christlichen Glauben. Und jemand, der jetzt buddhistisch ist, würde eine Anknüpfung an den Buddhismus finden. Durch welche Qualitäten zeichnen sich Jenseitserlebnisse aus? Sie haben von Licht gesprochen, von Geborgenheit. Was gehört noch dazu? Licht, Geborgenheit, Liebe gehört dazu. Das ist für viele ein zentrales Element ihrer Erfahrung. Ich finde wichtig, dass die Menschen in diesen Bereichen wirklich das Gefühl haben, ich befinde mich in einer anderen Welt, in einer anderen Dimension und ich begegne dem Heiligen und Göttlichen. Das ist etwas, was immer mitschwingt. Und das ist auch ein Grund, der es den Nahtoderfahrenen halt schwer macht, ihre Erfahrung zu artikulieren, weil das etwas ganz Außeralltägliches ist. Das kann man jetzt nicht in ganz umgangssprachlichen Worten erläutern. Sie haben die Empfindung erwähnt, im Licht sozusagen aufzugehen. Was bedeutet das? Bleibt die Persönlichkeit des Menschen erhalten? Bei diesem Schwerpunkt des Einswerdens mit dem Licht gibt es unterschiedliche Aussagen. Es gibt Menschen, die sagen, meine Persönlichkeit ist trotzdem erhalten geblieben. Und es gibt Menschen, die sagen, es war eine non-duale Einheit. Das heißt, es gab keinen Unterschied mehr zwischen mir und dem Licht. Ich war die Liebe, ich war das Licht. Ich war eins mit dem Universum. Da stehen wir dann wahrscheinlich auch vor einer Sprachproblematik. Wenn jemand sagt, ich bin im Licht aufgegangen, meint er damit das Gleiche wie jemand, der sagt, ich bin vom Licht durchflutet worden? Ich glaube, es sind unterschiedliche Stufen der Annäherung. Also das ist ein kontinuierlicher Weg und der kann auf unterschiedlichen Stufen stehen bleiben. Also meiner Meinung nach ist diese non-duale Erfahrung schon der Endpunkt dieser Erfahrung. Der wirft für viele Menschen wirft das Fragen auf, was bedeutet das? Ist das, bin ich dann nicht mehr ich? Was bleibt dann noch von mir? Also das sind Berichte, die auch Ängste auslösen. Letzten Endes gibt es da keine schlüssige Antwort, weil die Menschen sind ja alle wieder zurückgekehrt. Also wenn jemand sagt, ich war wie ein Tropfen Wasser im Meer, ich habe mich im Meer aufgelöst, dann könnte man ihm entgegenhalten, du bist aber wieder zum Tropfen zurückgekehrt. Er ist wieder in seine Individualität zurückgekehrt. Von daher, das bleibt letztlich offen. Ein Mann, einer der ersten, die in Deutschland über Nahtoderfahrungen und über solche Erlebnisse berichtet haben, war der Eckhard Wiesenhütter. Und der hat gesagt, das ist kein Auflösen des Ichs, sondern das ist der Übergang in ein Überbewusstsein, in etwas, das ich als Liebe bezeichnen würde. Es ist keine Vernichtung, sondern es ist eine Erweiterung. Ein wichtiger Aspekt, es gibt ja Menschen, die auch diesen Sog spüren und aber Angst bekommen und merken, das möchte ich nicht. Die sagen, das ist akzeptiert worden. Also ich konnte dann stehen bleiben,
Der Prozess ging nicht weiter und die Verschmelzung wird nicht erzwungen. Das ist wichtig. Den Betroffenen wird dabei bewusst, mir ist meine Individualität noch wichtig. Ich möchte noch mehr als die Person erleben, die ich bin. Wenn Sie traditionelle christliche Vorstellungen über ein Leben nach dem Tod mit den Berichten von Nahtoderfahrungen vergleichen, sehen Sie da Parallelen? Die Parallelen sind bei diesen Himmelserfahrungen ja eigentlich offensichtlich. Der christliche Himmel, das ist ja auch eine Vorstellung als Reich der Seligen, ein Wiedersehen mit verstorbenen Angehörigen, die Nähe Gottes hat mit vollkommenem Glück zu tun, mit Friede, mit Liebe. Und all das findet sich in den Nahtodberichten auch. Ich finde, es ist sogar so, dass man sagen muss, im Grunde genommen werden in diesen Berichten Vorstellungen, mit denen wir eigentlich kaum noch was anfangen können, selbst Christen können mit Himmelsvorstellungen oft gar nichts mehr anfangen, die werden in einer Art und Weise erlebt, dass man sagen muss, das ist faszinierend. Also wenn man das liest, kann man sich unter Himmel was vorstellen. Andererseits gibt es nicht nur solche Lichterfahrungen, sondern auch sogenannte Höllenerfahrungen, negative Nahtoderfahrungen. Diese sind in der Sterbeforschung ja eher umstritten. Manche meinen, dass es sich bei negativen Nahtoderfahrungen immer nur um eine Art Halluzination handelt, dass es in Wirklichkeit nur Lichterfahrungen gibt. Andere sehen negative Nahtoderfahrungen als einen Beleg dafür, dass es auch so etwas wie eine Hölle gibt. Zu welcher Interpretation neigen Sie? Ich stimme weder dem einen noch dem anderen zu. Es gibt, man muss erklären, was bedeutet Hölle im christlichen Sinn. Also in der christlichen Tradition bedeutet, war Hölle immer die Vorstellung, Menschen, die entsprechend gelebt haben, werden bestraft. Also Hölle war ein Ort der Bestrafung und Hölle bedeutete ewige Verdammnis. Das gibt es in Nahtoderfahrungen nicht. Das wäre mit Nahtoderfahrungen nicht vereinbar, weil diese Liebe durchgängig als bedingungslos beschrieben wird. Und eine bedingungslose Liebe ist nicht, bestraft nicht. Also wenn jemand angenommen wird, wie er ist, dann kann ich nicht hingehen und sagen, jetzt, da hast du aber was falsch gemacht und da bestrafe ich dich. Eine Hölle in diesem Sinne gibt es nicht. Umgekehrt kann man aber auch nicht sagen, jeder kommt nach dem Tod ins Licht. Ich habe das an dem Beispiel eines Selbstmordattentäters mal durchgespielt. Das würde bedeuten, jemand, ein islamistischer Selbstmordattentäter, sprengt sich in die Luft, um andere Menschen, sogenannte Ungläubige, mit sich in den Tod zu reißen. Wenn das stimmen würde, dass jeder ins Licht käme, würde der also in die Freuden des Paradieses einziehen, während seine Opfer, die Hinterbliebenen, das Leben ist zerstört, die Verwundeten sind für den Rest ihres Lebens gezeichnet, er genießt den Himmel und die leiden hier. Also das wäre in meinen Augen eine bizarre Vorstellung. Diese negativen Nahtoderfahrungen sprechen dafür, dass es eine andere Variante gibt. Die sieht so aus, dass man an die Folgen seines Handelns gebunden bleibt. Also Gott bestraft nicht. Aber ich bleibe, das ist einfach ein Aspekt menschlicher Freiheit. Wenn ich handle, hat das Folgen. Und diese negativen Nahtoderfahrungen sagen, an diese Folgen bleibe ich auch nach dem Tod gebunden. Das heißt, wenn man die Beispiele, die es da gibt, auf einen Selbstmordattentäter übertragen würde, müsste man sagen, ein Selbstmordattentäter würde nach dem Tod nicht in diese lichtvollen Bereiche, die würde er gar nicht sehen, er würde sich in düsteren Bereichen wiederfinden und ihm würde bewusst, was er getan hat, er würde vielleicht das Leid der Menschen sehen, das er verursacht hat und er würde merken, dass er etwas Schlimmes getan hat, es bereuen, aber er könnte es nicht wieder gut machen.
Und dieser Situation würde er auf ungewisse Zeit ausgesetzt bleiben. Was sind die typischen Elemente einer negativen Nahtoderfahrung? Wie sieht die aus? Ich will es mal am Beispiel des Themas Suizid beschreiben, weil es da am häufigsten vorkommt. Sowohl Menschen, die sich selbst getötet haben und versucht haben, sich zu töten und wieder ins Leben zurückkamen, aber auch Leute, die mit Suizid gar nichts zu tun hatten, berichten das Gleiche. Nämlich, dass ihnen in ihrer Nahtoderfahrung gezeigt wurde, wo ein vollendeter Suizid hinführen könnte. Ich habe mit einer Frau aus Kaiserslautern gesprochen, die versucht hatte, sich zu töten. Der wurde ein Raum gezeigt, da gingen Verstorbene im Kreis herum. Und sie sagt, es war eine bedrückende Atmosphäre. Als ich da reinkam, habe ich gedacht, ich gucke mal, mit wem könnte ich ein Schwätzchen halten. Und habe dann gemerkt, oh, das geht gar nicht. Die sind alle total in sich verschlossen, sehr bedrückt, depressiv und mit denen kann man keinen Kontakt aufnehmen. Und genau diese gleichen Berichte gibt es von Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Und eine andere Frau, die 3 Suizidversuche gemacht hat, die sagte, mir ist bewusst geworden, das wäre der Ort, wo ich hinkäme, wenn ich den Suizid vollende. Mir wäre bewusst, was ich meinen Kindern angetan habe, was ich den Angehörigen angetan habe, Familie. Und ich würde leiden in dem Bewusstsein von dem, was ich da gemacht habe. Kann man das verallgemeinern? Wir neigen heute in unserer Gesellschaft ja zu der Annahme, dass die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, keinerlei Auswirkungen auf ein mögliches Leben nach dem Tod hat. Meinen Sie, dass Nahtoderfahrungen in Summe darauf hinweisen, dass unser Leben hier und jetzt in engem Zusammenhang steht mit dem, was wir nach dem Tod erfahren? Das ist durch dieses Prinzip der negativen Nahtoderfahrung ja vorgegeben. Man bleibt an die Folgen des Handelns gebunden. Es gibt dann Nahtoderfahrene, die sagen, Liebe zieht Liebe an, Hass zieht Hass an. Wenn ich in meinem Leben Hass kultiviere, also mich in Feindseligkeiten verstricke, dann werde ich nach meinem Tod bin ich die gleiche Persönlichkeit, die ich vorher war. Also ich bin immer noch von feindseligen Gefühlen erfüllt. Und ich werde mich also mit anderen Wesen vorfinden, die genau das Gleiche empfinden. Und wir werden in Konflikte geraten. Wir werden uns das Leben, die nachtodliche Existenz, schwer machen. Und umgekehrt, Liebe heißt Offenheit für andere, andere ernst nehmen, verzeihen. Wenn man diese Dinge pflegt, findet man den Weg ins Licht. Das ist die Kernbotschaft, die man aus diesen negativen Nahtoderfahrungen ableiten kann. Diese Interpretation erinnert ein bisschen an das Bibelwort, eure Werke folgen euch nach. Ja. Aber ist es wirklich so einfach? Gute Menschen erleben eine Lichterfahrung, böse Menschen eine Höllenerfahrung. Darf man das wirklich so verallgemeinern? Man hat Schilderungen gehört, wo Menschen, die auch das Gefühl hatten, große Schuld auf sich geladen zu das haben, eben diese bedingungslose Liebe erfahren. Das haben. Ist richtig. Also wo ist diese Grenze? Aber das, finde ich, darf man nicht verallgemeinern. Da ist ja die Frage, was ist der Sinn der Nahtoderfahrung? Das stimmt schon. Also auch Menschen, die also schlimme Dinge begangen haben, haben eine positive Nahtoderfahrung gehabt. Das ist ja bei diesen Suizidgeschichten auch so. Die haben, meistens sind das positive Nahtoderfahrung. Im Rahmen dieser positiven Nahtoderfahrung wird ihnen aber was klargemacht. Es könnte anders ausgehen. Und der Sinn der Nahtoderfahrung ist meiner Meinung nach, also der theologische oder spirituelle Sinn, besteht darin, Menschen in Kontakt zu einer anderen Wirklichkeit zu bringen. Also wir glauben ja überhaupt nicht an ein Jenseits. Und selbst Christen glauben zum Teil auch nicht an ein Jenseits oder haben zumindest keine lebendige Beziehung dazu. Und Nahtoderfahrungen bewirken genau das, dass man einen Bezug zu einer anderen Dimension hat und sich auf den Weg macht, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
Könnte es nicht auch einfach sein, dass das Jenseits von Menschen im Zuge einer Nahtoderfahrung unterschiedlich tief erlebt wird? Dass die typischen Lichterfahrungen vielleicht nur Übergangserlebnisse sind, während jeder Mensch später dann das eigentliche jenseitige Umfeld erlebt, das ihm persönlich gerecht wird? Das war eine These, die der Professor Ewald, der vorletztes Jahr verstorben ist, bei Vorträgen ab und zu gesagt hat. Er sagte, das ist, wenn ich zum Gericht gehe, werde ich ja vom Gerichtsdiener auch erstmal freundlich begrüßt. Das heißt nicht, dass ich nicht verurteilt werde hinterher. Ich persönlich sehe es nicht so. Und zwar vor allen Dingen aufgrund dieser bedingungslosen Liebe. Dann wäre die bedingungslose Liebe eine Lüge. Und das ist der Kerngehalt der Nahtoderfahrung. Und das heißt, ich werde angenommen, wie ich bin. Stichwort bedingungslose Liebe. Was passiert mit dem Selbstmordattentäter? Kommt er auch ins Paradies? Der Selbstmordattentäter kommt ins Paradies, ja. Es ist verzögert. Jemand hat das so genannt. Das sind Menschen in der Warteschleife. Also das Bild ist das, jemand geht, er hat eine positive Nahtoderfahrung, bewegt sich durch einen Tunnel auf ein Licht zu und auf dem Weg dazwischen, also manchmal im Tunnel, sieht er eben diese bedrückten Seelen, diese düsteren Bereiche und merkt, die können nicht weiter. Und da hat jemand gesagt, das sind Menschen in der Warteschleife. Die werden in das Licht gehen, aber es ist praktisch ein Prozess der Läuterung. Das ist die christliche Vorstellung des Purgatoriums, also was man früher als Fegefeuer bezeichnet hat. Und von daher, dass die gehen ins Licht ein, aber es ist ungewiss, wie lange es dauert. Ich möchte nur zu dem Selbstmordattentäter noch etwas sagen. So wie es viele Suizide gibt, die können völlig unterschiedliche Gründe haben. Und es ist für Nahtoderfahrene auch klar, nicht jeder Suizid führt in diesen Zwischenbereich. Das kommt auf die Gründe an. Und das muss man wahrscheinlich auch bei einem Selbstmordattentäter sagen. Es gibt ja Kinder, die einen Selbstmordattentat begehen, weil sie manipuliert wurden. Das heißt, die Leute, die Drahtzieher, sitzen im Hintergrund. Die Hassprediger stehen im Hintergrund. Und da wird eigentlich in den negativen Nahtoderfahrungen auch differenziert. Es könnte sein, dass jemand im Jenseits erstmal gar keinen Läuterungsprozess antritt, weil ihm eine Schuldeinsicht fehlt, sondern der ist so verhärtet, so in seiner Aggression und in seinem Hass verankert, dann wird es auf dieser Ebene weitergehen. Und so könnte es Hasspredigern gehen. Es gibt einen Nahtoderfahrenen, der George Ritchie, der hat eben auch eine Ebene gesehen, auf der eben Menschen waren, also Verstorbene, die sich alle dadurch auszeichneten, dass sie von Aggressionen bestimmt waren. Und dazu gehörten Fanatiker, die politische oder religiöse Ansichten verkündet haben und versucht haben, andere zum Töten aufzuhetzen. Und da wäre auch die Frage, gehen die dann ins Licht ein? Dieser George Ritchie hat diese Ebene, wo er diese Gewaltexzesse gesehen hat, die war umgeben von Lichtwesen. Das heißt, die Nähe Gottes ist auch da gegeben und Lichtwesen, die verkörpern die Liebe Gottes in diesen, das sind Bilder, ne, und die verkörpern die Liebe Gottes. Das Problem von Menschen, die diesen Hass kultivieren, ist halt, dass ihnen die Sensibilität für diese Liebe fehlt. Die Offenheit, also die Frage ist, wie kommen die daran? Wie können die sich dem öffnen? Eine plausible Theorie ist vereinfacht gesagt, das Licht ist das Ziel, das jeder Mensch erreichen soll, vielleicht auch erreichen wird. Aber davor erlebt jeder mal das Jenseits als Außenwelt gewissermaßen, das er vorher als Innenwelt im Leben hier und jetzt in sich kultiviert hat. Das ist ja, man bleibt an die Folgen des Handelns gebunden, das ist ja das Karma-Gesetz. Das ist ja jetzt nichts Nahtodspezifisches. Das ist ja
im Grunde genommen in vielen Religionen. Also man bringt es in Verbindung mit dem Buddhismus, aber auch im Christentum in dieser Form, also unabhängig von der Reinkarnation, gibt es das Karma-Gesetz, das Gesetz von Ursache und Wirkung, von Säen und Ernten, auch im christlichen Glauben. Und das führt zu einer Spiritualität, die sagt, ich muss halt ein bisschen auf meine Entwicklung achten. Ich muss gucken, in welche Richtung ich mich entwickle, mit welchen Einflüssen ich mich umgebe. Das ist für mein jetziges Leben in erster Linie mal wichtig. Aber es ist auch, wenn man eben diese Nahtoderfahrung zugrunde legt, in ihrer Gesamtheit, also auch diese negativen Aspekte einbezieht, dann ist es auch für das Jenseits wichtig. Entwicklung, ist das der Sinn des Lebens? Ist es das, wozu uns das Leben, wozu uns auch Nahtoderfahrungen drängen? Genau, das müsste man sagen. Ne? Wir haben jetzt nicht über die Lebensrückblicke gesprochen, das ist ja nochmal ein extra Thema. Aber in diesen Lebensrückblicken, Lebensrevisionen, in denen die Menschen ihr Leben überprüfen, da ist das Fazit, es kommt auf Wachstum und Entwicklung an. Ein Stichwort ist lieben lernen. Ich muss es lernen zu lieben. Liebe ist halt so ein Ausdruck, der ein bisschen belastet ist, finde ich, mit dem viele Menschen ja auch nichts anfangen können. Aber es geht eigentlich darum, ich muss lernen, wie ich mit mir selbst gut umgehe und wie ich mit anderen Menschen gut umgehe. Und auch, wie ich mit der Natur umgehe. Der Umgang mit Tieren ist zum Beispiel in Lebensrückblicken auch ein Thema. In den Lebensrückblicken kommt immer auch eine gewisse Bewertung zum Ausdruck. Es ist also nicht gleichgültig, wie wir leben. Genau, ja. Die Lebensrückblicke finden manchmal in Anwesenheit von Lichtwesen statt. Und dann ist es eben, das ist auch so ein typisches Beispiel, also für mich ist das immer eine Art therapeutische Situation. Das ist das Gleiche, was in der Therapie abläuft. In der Therapie will ich auch keinen Therapeuten vor mir sitzen haben, der alles bewertet, was ich mache, sondern ich möchte mich von ihm akzeptiert fühlen. Das gibt mir die Möglichkeit, selber mir anzuschauen, was habe ich gemacht, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Und das ist im Lebensrückblick genauso. Nur kommt im Lebensrückblick hinzu, dass man mitkriegt, was man dem anderen angetan hat. Also man wechselt die Rolle zwischendurch. Man sieht, aus welchen Motiven man selber gehandelt hat. Und im nächsten Moment ist man in der Haut des anderen und kriegt mit, wie das bei dem ankam. Und da ist natürlich eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten mitgegeben. Sie sind ja auch im deutschen Netzwerk Nahtoderfahrungen tätig. Was hat Sie ursprünglich überhaupt dazu veranlasst, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Gab es da irgendeine Initialzündung? Ich habe mich als Psychologiestudent schon mal mit dem Buch von Moody, Leben nach dem Tod, beschäftigt. Damals haben mich besonders diese außerkörperlichen Erfahrungen interessiert. Also, dass man außerhalb des Körpers an der Decke eines Operationssaales schwebt und guckt, was da unten gemacht wird. Mein Gedanke war damals, man müsste das überprüfen können, ob das stimmt. Diese Überprüfungen sind zu einem bestimmten Punkt gemacht worden. Ich spreche jetzt nicht von der EVEA-Studie, sondern von Michael Zabom, der in den 80er Jahren, ein amerikanischer Kardiologe, Berichte über außerkörperliche Erfahrungen von Patienten in einer Herzklinik mit den Operationsprotokollen verglichen hat. Und wenn man sich das anschaut, sieht man, die Leute haben wirklich Dinge gesehen, die sie nicht hätten sehen können. Also das hat mich später, als ich mich dann wieder 20 Jahre später mit der Thematik beschäftigt habe, überzeugt, man kann das nicht mit dem Stichwort Halluzination abtun. Und das war für mich ein Weg, der mich dann dazu gebracht hat, mich intensiver damit zu beschäftigen. Sie haben auch ein Buch zum Thema Jenseitsbilder verfasst. Es hat den Titel Eingehen ins Licht. Worum geht es dabei inhaltlich konkret? Es geht eigentlich um das, was wir eben angesprochen haben. Ich zeige in diesem Buch die unterschiedlichen Schwerpunkte, was die Jenseitsvorstellungen
angeht. Also diese Vorstellungen, die den Himmel betreffen, die mystischen Erlebnisse der Einheit mit dem Licht und gehe eben auch auf die negativen Nahtodberichte ein und spiele das eben anhand dieser Frage durch, kommt ein Selbstmordattentäter wirklich ins Paradies? Das ist ein Schwerpunkt des Buches. Ein zweiter Schwerpunkt betrifft den Umgang mit Tod und Sterben. Da äußern sich Nahtoderfahrene, auch Sabine Mene hat da einen Aufsatz drin, und schreiben, wie sich ihre Nahtoderfahrung auf ihre Einstellung zu Tod und Sterben ausgewirkt hat. Und im dritten Teil geht es dann um die Frage, die sich jetzt zum Beispiel durch die negative Nahtoderfahrung stellt: Was bedeutet das für mein Leben? Also wenn ich diese Dinge ernst nehme, wie muss ich dann leben? Und damit beschäftige ich mich dann im dritten Teil des Buches, auf dem Hintergrund der Lebensrückblicke. Herr Dr. Nicolai, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre weiteren Projekte. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Okay, Dankeschön.